Und eine wunderschöne Begrüßung erwartet uns in Bandy Secrets of the Machine. Ein kleines Teaser-Game zu Bandy and the Cage. Es ist sehr, sehr unique. Es ist sehr rätsellastig, wie ich das gehört habe. Und es sah super cool aus. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was uns hier erwarten wird, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und wir haben hier eine 34 stehen. Keine Ahnung, was das heißen soll, aber wir gehen mal rein in die Höhle, weil nichts anderes da gerade war. Okay, wir sind in sowas wie einem Untergrundding. Käfer, oh, wir können die Käfer töten. Oh, lasst uns Käfer töten. Sehr cool. Ja, wenigstens können wir schon mal etwas machen, weil ich kann weder rennen noch sonst irgendwas tun. Und was haben wir hier? Was ist das? Das sieht aus wie ein Raum, oder? Kann das sein? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Hi, Bandy. Okay, wir gehen mal zurück, weil hier ist nämlich nichts weiter. Bin sehr gespannt, was wir sehen werden. Da haben wir eine, naja, eine Zeichnung ist es jetzt wohl eher nicht. Es ist eher so ein, ja, ein chinesisches Zeichen, würde ich jetzt mal behaupten. Kann natürlich auch japanisch sein oder in einem anderen, also in einem anderen asiatischen Land kommen. Das ist jetzt nicht 100% sicher, was es ist. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Zeichen. So, wir haben hier einen Stuhl. Oh, uns wird die Tür direkt aufgemacht. Sehr cool. Finde ich natürlich sehr schön. Wer bist du denn? Bist du Bandys kleiner Bruder? Okay. Wir werden sehen, wer du bist. Und wir werden gleich rausfinden, was hier passiert. Haben wir Bandy? Da haben wir eine Hand. Was können wir mit der Hand machen? Oh, die können wir zumachen. Okay. Ist sehr, sehr interessant. Und hier, was ist da? Gar nichts, okay. Hier haben wir auf jeden Fall ein kleines Secret, wie ich das gerade sehe. Denn das ist eine Nintendo 64 Cartridge. Für die Jüngeren unter euch eine der ersten 3D-Konsolen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Die Nintendo 64 war, glaube ich, sogar die erste. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn ich falsch liege, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hat er sich bewegt? Jo, bleib mal bitte da, wo du bist. Mit dir würde ich auf jeden Fall kein Tänzchen wagen. Was ist das hier? Okay. Wir haben hier einen... Okay, ein Dosenautomat. Okay. Hä, wo ist der? Ui. Bro, bleib mal, wo du bist. Danke. Geht die Tür auf? Ja, die geht auf. Gut. Was ist mit ihm denn verkehrt? Boah, der stalkt uns. Guckt mal, das nächste Secret. Der kleine Question Block aus Super Mario. Wer kennt ihn nicht? Kann das Ding was? Okay. Nee, das kann also nichts. Außer wackeln. Cool. Bandy freundlich? Ich weiß nicht. Müssen wir hier... Also ich vermute mal, dass wir das so machen müssen. Ne? Ich gehe hier eigentlich recht blind rein. Und da haben wir es auch schon. Bandy 3. Ich vermute, dass Bandy 3 Bandy in the Cage ist. Also das kann ich mir jetzt zumindest nur so vorstellen. Lol. Was habe ich jetzt getan? Ich habe doch nur das da oben... Ach, ich habe Alice Angel noch mitgetroffen. Okay, cool. Was ist das? Ist das der Ink Demon vielleicht? Kann das sein? Sieht das aus wie der Ink Demon für euch? Ich weiß es nicht. Bin mir da nicht so ganz sicher. Hm. Naja, ist auch relativ. Auf jeden Fall ist es ein ziemlich cooles Secret, beziehungsweise ein kleiner Teaser. Machen wir mal so, okay. Vielleicht gibt es auch irgendwie Kombinationen, die wir machen können. Jo, können wir, cool. Was ist das denn? Eine Katze. Wie heißt die? Fluffy. Fluffy. Hi. Können wir dich streicheln? Können wir dich irgendwo finden? Können wir irgendwie was mit dir machen? Wir können dir vielleicht Milch geben, die da steht, oder? Wäre das nicht cool? Das wäre auf jeden Fall richtig geil, wenn wir das machen könnten. Aber ich glaube, das war es dann auch schon an Secrets, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Na, wir gucken mal. Okay, das Ding dreht sich jetzt nur noch einmal und dann machen wir das so. Nee. Da kommt jetzt, glaube ich, nichts mehr. Falls ich was übersehe, wie gesagt, unten im Kommentarbereich haut ihn voll bis zum geht nicht mehr. Weil er hier hat auf jeden Fall richtig Bock, sich die Kommentare von euch allen durchzulesen. Okay, das war mir ja irgendwie klar, dass das funktionieren muss. Hm. Aber wie bekommen wir das hier auf? Das da. Muss ich da irgendwie mehr reinwerfen? Kann das sein? Ja, wir probieren es halt einfach mal aus. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was die hier gemacht haben. Es ist auch super creepy irgendwie. Weil er hier verfolgt uns, er stalkt uns halt einfach die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was er für ein Problem hat. Oh, ja, das geht auf. Cool. Und du bist? Enjoy the show, my friend. Wartet mal kurz. Wir wissen ja, dass wir Dinge gegen
andere Dinge werfen können. Da war Bendy gerade, wenn ihr den gesehen habt, hier rechts an der Ecke. Der hat sich kurz mal versteckt vor uns. Keine Ahnung, was... Mensch, jetzt geh doch mal weg! Keine Ahnung, was mit dem los ist. Und diese ganzen Bendy-Figuren, die hier stehen, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da irgendwas dahinter steckt und dass es da vielleicht ein Secret gibt. Sub! Okay... Ey, das ist schon krass düster, ne? Was soll uns das jetzt sagen? Die Worte sind so schnell weg, dass ich gerade gar nicht lesen kann, was da steht. Aber da steht Sub. Und wenn ihr noch kein Sub seid, dann solltet ihr das schleunigst tun. Denn wir haben hier Fresh Hot Popcorn bei Chef? Bei Chef? Buck? Ja, genau. Lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, wenn euch das Ganze hier gefällt. Es wird jetzt öfters mal sowas in die Richtung geben. Gerade was so ein bisschen Walkthroughs angeht, habe ich richtig Bock drauf. Und Community hat da auch Bock drauf. Und was ist denn jetzt? Warum geht die Tür nicht auf? Okay. Die Tür geht nicht auf, okay. Haben wir hier irgendwas vergessen? Ist hier irgendwas? Ja, hier ist noch eine Hand, aber... Liegt das an der Hand, dass sie nicht aufgeht? Hm, okay. Ja, kleine Versprecher gehören natürlich auch dazu, ne? Das ist klar. Wollen wir mal schauen. Aber was ist hier denn eigentlich? Das ist hier wie so ein Glas oder so. Beziehungsweise wie so eine Luke. Hm. Keine Ahnung. Okay, hier haben wir noch eine Hand. Hey, mach die Hand zu. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr drauf bedacht, uns die ganze Zeit in seinen Puppenaugen da zu haben. Aber er sollte bitte 2-3 Kilometer weiter weggehen von mir. Danke. Nee, geht auch nicht. Okay. Okay, dann haben wir irgendwas vergessen. Hm. Wir nehmen mal hier unsere Dose mit und schauen mal, vielleicht ist da noch irgendwas zu machen, wenn wir das nochmal davor werfen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Einfach ausprobieren. Erwartet mal, da sind Lichter an. Können wir die Dosen da davor hämmern, damit wir das dann aufbekommen? Wäre das eine Möglichkeit? Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall seinen Auftrag hier. Er hat auf jeden Fall seinen Auftrag. Und er nimmt ihn sehr ernst. Okay. Das war irgendein Geräusch. Also es war auf jeden Fall was Richtiges, würde ich mal behaupten. Ah, okay. Lol, wo sind wir denn jetzt? Sehr interessant. Kleiner Raum, so wie so ein Familienraum. Da ist ein Familienfoto von dem Kind und zwei Erwachsenen. Okay. Da ist ein Stift. Was sollen wir mit dem Stift machen? Was sollen wir damit sollen wir hier dran malen? Oh, 6 Jahre alt sind wir. Okay. Cool. Ah. Wir haben also schon immer das Talent gehabt, irgendwie zu zeichnen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ey, meine gute Zeichnung sieht jetzt nicht übertrieben krass aus. Eher so ein bisschen kindlich. Aber ist klar, ne? Wir sind ja wahrscheinlich auch erst 6, wenn man das hier so genau sieht. Age 6 Jahre alt. What the fuck? Was ist hier denn los? Okay. Ich hab Oh, mein. Holy shit, was geht denn hier ab? Riley's an amazing artist for her age. But her morbid drawings and monsters are scaring the other students. Okay. Irgendwas haben die gerade gesagt. Ich habe es jetzt aber nicht genau verstanden. Ist aber, glaube ich, auch nicht so dramatisch. Aber es geht auf jeden Fall um sie, die wir spielen. Aber was genau da jetzt los ist, I don't know. Okay, dann wird jetzt Musik abgespielt. Also, wenn ihr ein bisschen Bock auf Musik habt, let's go. Die Musik ist auch sehr, sehr creepy. Also, ohne Scheiß, dieses Spiel ist super creepy gemacht. Also, wir haben wirklich, wir haben diesmal auch diesen extremen Horrorfaktor, meiner Meinung nach. Das ist schon geil. Also, ich mag's bis jetzt. Es hat halt sehr viele kleine Secrets und man muss so ein bisschen drauf achten, was man macht. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall ein bisschen älter, wie man sieht. Wir sind jetzt 17 Jahre alt. Oh, da haben wir auf jeden Fall ein Blatt Papier. Müssen wir das hierher tun? Okay. Ein Auto. Ein böses Auto, by the way. Das irgendwie... Hi. What the fuck? Hör auf zu klopfen. Zisch mal ab. Was ist mit dir los? Ah, hier ist also ein Brief. Dann wollen wir mal gucken, was der Brief enthält. Liebe Riley, herzliche Grüße. Wir haben deine Kunstmuster erhalten und waren sehr beeindruckt von deinen Fähigkeiten. Wir freuen uns, dich im Team der Joey Drew Studios begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns darauf, dich am 1. Februar dieses Jahres begrüßen zu können.
Mit freundlichen Grüßen, Jerry Drew. Okay, interessant. Wir wurden also in das Studio aufgenommen. Also Riley wurde aufgenommen. Und was müssen wir jetzt machen? Okay, wir sollen das Bild mitnehmen. Cool. Und jetzt? Ah, okay, cool. Was haben wir? Okay. Hey Leute, warum muss ich das hier anfangen und nicht da drüben? Ist egal. Wir müssen auf jeden Fall überall das Bild hinmalen. Aber das Bobbeln ist schon ein bisschen extrem heavy, oder? Also das ist, das hätte man einen Ticken runterstellen können, weil es ist halt einfach die Option nicht da, dass man hier irgendwas einstellen kann. Das ist sehr, sehr schade. Wow. Hi. Oh, der nächste Brief. Dankeschön für den nächsten Brief. An Riley Wells, Kunstabteilung. Kündigungsschreiben mit Wirkung von heute. Sind Sie von jeglicher Beschäftigung bei Joey Drew Studio entlassen. Dies geschieht aufgrund der Beschwerden über die düsteren und verstörenden Themen Ihrer Arbeit. Mögen Ihre Träume woanders wahr werden, Joey Drew Studio Management. Wir wurden also gekündigt, weil wir zu düstere Bilder gemalt haben. Okay, das ist natürlich total toll. Ja, dann schmeißt man halt diejenige einfach raus, anstatt das einfach zu nutzen als Horrorfilm oder sowas. Das wäre natürlich auch cool. Okay, was ist jetzt? Okay, wir sind wieder am... Regrets. Wir sind wieder am Anfang. Okay, okay, guckt mal, da sitzt jetzt der etwas ältere Mann von vorhin. Sehr interessant. Müssen wir mal schauen, können wir irgendwas mit dem machen? Wäre natürlich cool, wenn das gehen würde. Hi, Bro, wie geht's dir? Du hast da eine Dose auf dem Kopf. Du denkst wahrscheinlich, du bist vorbei. Keine Ahnung, was mit dir los ist. So, bis jetzt ist das wirklich sehr, sehr interessant, ne? Ich glaube, ich habe aber das ein oder andere Secret vielleicht übersehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil schaut mal, hier ist zum Beispiel auch was. Aber es sieht halt... Ja, es sieht schon komisch aus, aber da kannst du nichts dran machen. Also ich habe jetzt E gedrückt, aber es ging nichts. Mal sehen. Oh, was machst du denn hier? Alles gut bei dir? Du hast blutige Zähne. Du bist das blutige Taxi oder was, das meine Eltern umgenietet hat. Okay. Nein. Hör auf. Hör auf. Na ja, genau, du spinnst. Wo? Geh weg, weg. Hallo. Nicht auf uns zufahren. Nein, wir wollen nicht zermatscht werden an der Wand. Okay, wir wollen doch zermatscht werden an der Wand. Warum auch immer. Okay, da kam gerade noch Musik. Hier steht jetzt nochmal Regrets. Das kommt mir eher so vor wie so ein kleiner Albtraum. Wisst ihr, was ich meine? Also als ob wir gerade so in einem Traum sind von Riley oder so. Das ist schon ziemlich cool gehalten hier. Ist sehr düster gemacht auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ich mag diesen Grafikstil halt einfach, ne? Es ist halt sehr, sehr schön. Gerade weil es halt nicht so viele Spiele gibt mit so einem Grafikstil. Okay, jetzt sind hier die Türen noch wieder offen, beziehungsweise die Gänge. Wir schauen aber trotzdem mal nach hinten. Weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt einfach nur wieder von vorne anfängt. Weil wenn nämlich ja, können wir kurz gucken noch, was es mit diesen Statuen, beziehungsweise diesen Cutouts auf sich hat. Das sind ja keine Statuen, das sind ja Cutouts. Mal schauen, ob da irgendwas bei rauskommt oder so. Naja, mal gucken. Wir schauen einmal. Okay, da ist jetzt nichts. Dann werden wir mal schnell alle abwerfen gehen, oder? Also ich weiß nicht, ob man die zerstören kann, aber ich denke es halt schon. Weil würde halt Sinn machen, ne? So, wir nehmen einmal das da. Okay, er sitzt da drüben wieder, ne? Escape your cage. Das habe ich gerade gar nicht gelesen. Entkomme deinem Käfig. Damit ist halt auch schon klar, dass es ein Teaser-Game für Bandy in the Cage ist. Oh mein Gott, Alter. Du erschreck mich doch nicht so, Junge. Was ist denn mit dir? Wer hat dir eigentlich gesagt, du sollst mir hinterherlaufen? Wer war's? Hm? Wer war's? Du kannst es... Ei. Nee, ich habe eigentlich keine Show mehr enjoyen. Alter, der geht mir gerade tierisch auf den Keks hier mit seinem... Ich stehe plötzlich hinter dir und mach dir Angst. Ich glaube, das soll auch einfach so sein. Hm. Okay. Das war Nummer 2. Ich weiß, wir probieren es halt, wie gesagt, einfach aus. Es kann natürlich sein, dass es nicht so ist. Aber die Dinger stellen sich immer wieder auf, ne? Okay. Und was willst du tun, ne? Was willst du tun? Du kannst nichts tun. Du kannst gar nichts tun dagegen. Dass ich alles abwerfe. I hate when I do. Hä? Okay. Hat jemand gesagt, er hasst es, wenn wir das tun? Oder wenn sie das tun? Keine Ahnung. Okay, wir machen trotzdem alle kaputt. Ist mir egal. Irgendwas müssen wir ja damit anfangen können.
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was, aber ich denke, da wird auf jeden Fall gleich was auf uns zukommen. Hat er das eigentlich gerade gesagt, dieser komische hier? Ich weiß nicht, sieht aus wie der kleine Bruder von Bandy, nur halt in abgefuckt. Aber ist okay. Es ist okay. Komm, mach auf hier die Tür. Ich bin mir halt wirklich nicht sicher, ne, was hier gleich abgeht. Aber ich denke, wir werden ein Secret bekommen. Und irgendeinen Jumpscare oder sowas. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Dann hätten wir einen coolen Abschluss fürs Video. Das wäre natürlich sehr geil. Okay, dann wollen wir mal gucken. Gib uns das mal her hier. Müssen wir dich auch abwerfen? Das wäre natürlich krass, aber ich glaube sehr weniger, weil er läuft uns ja eh die ganze Zeit hinterher. Oh mein Gott! Ah, okay. Das ist ja mega geil. Ja, ich glaube, wir haben alles hinter uns jetzt. Wir haben drei, also ja gut, eigentlich zwei Endings, wenn man es genau nehmen will. Falls irgendein Ending fehlen sollte, irgendein Detail fehlen sollte, schreibt das natürlich sehr gerne in die Kommentare und weist mich darauf hin, dann schaue ich mir das Ganze gerne nochmal an. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Ganzen gerne ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye.